bin Sunny und Woche 7 meiner Massephase hat angefangen. Ich habe jetzt 4 Wochen lang jeden Tag 3000 Kalorien gegessen. An den Weihnachtstagen vermutlich ein bisschen mehr. Und jetzt ist wieder Wiegetag. Wir müssen ja kontrollieren, ob ich stetig zunehme, was natürlich auch gut ist. Um Muskeln aufzubauen, braucht man ja einen Kalorienüberschuss. Deswegen werde ich mich jetzt gleich auf die Waage stellen. Beim letzten Mal waren es 55,2 Kilo. Ich bin gespannt, was jetzt raufgekommen ist. Ich denke aber, dass es auf jeden Fall mehr geworden ist. Damit ihr aber auch mal einen Vergleich habt, wie es ganz am Anfang ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht, blende ich euch jetzt auch nochmal so ein Body-Update ein, damit ihr auch mal gucken könnt, wie sich das Ganze entwickelt. Und jetzt ist es soweit, jetzt wird sich auf die Waage gestellt. So, war ja jetzt anscheinend doch mehr als gedacht. Aber gut, ey, es waren Feiertage. Dafür hält sich so in Grenzen. Aber jetzt müssen wir meinem Trainer noch Bescheid sagen. Der misst nämlich heute keine Fettfalten. Die werden erst nächste Woche wieder gemessen. Aber wir müssen ihn natürlich auf den neuesten Stand bringen. Machen wir jetzt mal. Guten Morgen. So, kleines Wiege-Update. Ich habe mich gerade auf die Waage gestellt. Okay, also beim letzten Mal waren es ja 55,2 und jetzt sind wir bei 56,8. Das heißt 1,4 Kilo drauf. Ja, was sagst du dazu? So, jetzt gucken wir mal, was er sagt. Oh mein Gott! So, Leute, bisschen McFit-Werbung hier. Ich bin jetzt arbeiten und ich wollte euch noch sagen, was mein Trainer jetzt zu der Zunahme gesagt hat. Und zwar, viel können wir nicht sagen, nur dass es mehr geworden ist. Wir wissen allerdings nicht, an was es mehr geworden ist. Deswegen messen wir nächste Woche wieder meine Fettfalten. Und dann gucken wir mal. Prinzipiell ist es jetzt nicht so schlimm, dass ich zugenommen habe. Ich meine, ey, anderthalb Kilo für Weihnachten ist doch voll, geht doch voll klar. Also... So, nebenbei habe ich euch jetzt noch ein Video hochgeladen. Ich dachte nämlich, passt ganz gut zum Jahresanfang, wie stelle ich am besten meine Ernährung um, damit ich langfristig abnehme. Hammer. So, unbedingt abchecken. So, was geht bei mir heute noch ab? Ich muss gleich arbeiten. Okay, ich habe gerade Kamera angemacht. In dem Moment kam eine SMS. Ich habe meinen Trainer vorhin gefragt, ob er schon einschätzen kann, was wir mit der Diät anfangen. Oh, und jetzt kam gerade die Antwort, auf jeden Fall im Januar. Oder? Stand aber auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall im Januar. Oh je. Okay. Leute, ihr wisst Bescheid, meine Diät beginnt im Januar. Wir wissen zwar jetzt noch nicht, ob am Anfang oder zum Ende. Eigentlich wollte ich euch was ganz anderes erzählen. Und zwar, weil ich vorhin über Ernährungsumstellung und Vorsätze gesprochen habe. Ich habe ein Ziel für 2017, mein Fitnessziel quasi. Was ich halt mega toll finde und was ich eigentlich auch schon immer haben wollte, ist halt so ein leichtes, richtiges Sixpack. Also richtig, dass man schon so diese Plötzchen sieht. Ja, und ich arbeite dran, aber ich habe einfach scheiß Bauchmuskeln und ich habe noch nie meine Bauchmuskeln gesehen. Und mein Ziel für 2017 ist... Ich will meine Bauchmuskeln sehen. Dieses Jahr will ich sie sehen. Das habe ich mir vorgenommen. Und das Ganze hat auch einen Grund, warum ich euch das erzähle. Und zwar bin ich nämlich der Meinung, dass wenn man seine Vorsätze und seine Ziele jemandem erzählt, dann ist man auch so ein bisschen mehr dahinter, die Sachen auch dann wirklich durchzuziehen. Deswegen, ich erzähle euch jetzt mein Ziel. So, jetzt könnt ihr mir eure Vorsätze erzählen. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr so vorhabt 2017. Wollt ihr abnehmen, zunehmen, Bauchmuskeln, größeren Bizeps, einen größeren Hintern? So Leute, unschwer zu erkennen, sitze ich gerade beim Friseur. Ey, das war ein Zustand, sage ich euch, mit meinen Haaren.
Und danach geht es zum Sport. Wieder sehr schlau geplant auf jeden Fall. Und dadurch, da ich jetzt ungefähr, also es ist jetzt ungefähr 2 Stunden vorm Training, deswegen gibt es jetzt was zu essen. So, einmal lecker Vollkornnudeln mit fettreduzierten Rinderhacken, ein bisschen passierten Tomaten. So, ich hau mir das jetzt rein, lass die Farbe einwirken und wir sehen uns danach wieder zum Training. Fertig mit Sport und nach dem Sport wird gegessen. Regel Nummer 1: Es gibt wieder Vollkornnudeln mit Rinderhack, mit fettreduziertem Rinderhack. Ich finde es immer einfacher, über den ganzen Tag einfach dasselbe zu essen. Also, beziehungsweise, wenn man halt keine Zeit hat und vorkochen muss und mitnimmt, dann koche ich einfach für den ganzen Tag dasselbe, mache eine riesen Portion, teile es in ein paar Dosen auf und dann easy. Dann geht es voll fix und ist voll unproblematisch und schmeckt lecker. Ich habe jetzt kein Problem damit, den ganzen Tag einfach dasselbe zu essen. Das ist nicht so schlimm. Wir warten hier auf dem Parkplatz. Leute, ich muss essen. Ich muss die Masterphase nutzen. Es tut mir leid. Ich hasse ja solche Leute eigentlich, die auf dem Parkplatz nicht rausfahren. Heute bin's ich. Es sind immer noch 3000 Kalorien täglich. Beziehungsweise dreimal pro Woche sind es nur 2700. Bisschen rumgecycelt. Je nach Trainingstag oder trainingsfreiem Tag. Ich muss sagen, ich finde John Reed mittlerweile richtig geil. Das mit der lauten Musik, ich brauche die nicht zum Trainieren, aber ich finde es geil, weil die ist so laut, dass man sich einfach nicht unterhalten kann. Deswegen trainiert einfach jeder. Warum ich im Auto esse, ich muss schon wieder zum nächsten Termin und habe einfach keine Zeit. Deswegen wird hier noch schnell auf dem Parkplatz gefuttert und dann geht es schon wieder weiter. Guten Morgen, es ist Silvester, das heißt, das Jahr ist eigentlich fast vorbei, 2016 ist vorbei. Das war auf jeden Fall ein krasses Jahr für mich. Wettkampf, mit YouTube angefangen, egal, aber darum geht es ja jetzt gerade nicht, weil jetzt ist erstmal die Woche vorbei, auch wenn das Jahr vorbei ist. So, ich wollte euch nochmal ein kleines Update geben, wie ich momentan aussehe. Wir machen das Ganze jetzt mal ohne Posing, weil ihr sollt ja auch mal sehen, wie es normal aussieht. Bisschen posen muss sein. Bisschen. Tja, mittlerweile hat sich da jetzt auch eine ganz schöne Fettschicht wieder angesammelt. Gehört aber dazu, es geht ja nicht, Muskeln aufzubauen, komplett fettfrei. Also das ist quasi fast unmöglich. Also Vibe ist echt zufrieden mit der Entwicklung. Also ich finde, es läuft richtig gut. Also ich sehe es, dass richtig was raufgekommen ist an Muckis. Ich sehe es vor allem beim Training. Das ist echt der Hammer. Tja, Massephase läuft, ne? Mal gucken, wie lange noch. Das werde ich wahrscheinlich nächste Woche erfahren. Am Dienstag werden wieder Körperfettfalten gemessen. Das heißt, ich treffe mich mit meinem Trainer.
Dann gucken wir mal, was er weiter sagt. Ich bin sehr gespannt. Am besten ihr seid auch gespannt und abonniert einfach gleich. Dann seht ihr nämlich, was nächste Woche abgeht. Ja, 2017 werdet ihr auf jeden Fall noch mehr von mir sehen. Das heißt, ihr habt noch einen Grund zu abonnieren. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn so ist, gerne einen Daumen hoch. Würde mich freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald.